Wir haben uns in unserer Hilfe, in unserer Auslandshilfe konzentriert auf 4 Schwerpunktländer, eben Armenien, Äthiopien, Mosambik und Ecuador. Und heuer jetzt bei dieser derzeitigen Sammlung, Kampagne, ist auch im Blick der Libanon, nämlich die Kinder in den Flüchtlingslagern rund um Syrien, im Speziellen im Libanon, wo wir aufgrund der großen Notlage derzeit meinen, auch helfen zu können und helfen zu müssen. Und wirkt die Hilfe? Ja, das ist eben die schöne Nachricht. Wenn man sieht, ist natürlich nach wie vor so, dass weltweit sehr, sehr viele Kinder in akuten Notsituationen leben, von Armut betroffen sind. Es ist eine sehr facettenreiche Armut, die reicht von akutem Hunger über Unterernährung, über keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, keine Bildungsmöglichkeiten, bis hin zum Missbrauch von Kindern als Kindersoldaten. Aber die gute Nachricht dabei ist, es sind heute weniger Kinder, die von Armut und Not betroffen sind, weltweit, als noch vor 15 Jahren. Also daran sieht man, Hilfe wirkt, und es ist uns wichtig, dass wir Hilfe auch so gestalten, dass sie nachhaltig ist. Das heißt, wir versorgen nicht nur Kinder, sondern wir versuchen sie stark zu machen, durch unsere Projekte stark zu machen, damit sie dann ihr Leben in ihrer Heimat selber in die Hand nehmen können und bewältigen können.